Hallo und herzlich willkommen zu einem Video Minecraft. Und zwar, ich bin mega nervös. Hier ist ein wunderschönes Haus mit 1000 Trichtern und hier komische Kisten und hier irgendwas. Nein, das ist eine ehemalige Melonenform gewesen, die leider nicht funktioniert. Und so einen kleinen Keller. Hier so ein paar Hebelchen, keine Ahnung. Und zwar, es geht heute um die größte Weizenfarm in Minecraft 2019. Genau, scharf, du hast gehört, die größte Weizenfarm 2019. So, Respektstelle. Und hier, das seht ihr nicht schon, die größte Weizenfarm 2019. Hier sieht man es. Hier ist ein Test gemacht, so halt hier ein Trichtern und überall Fackeln hingestellt und hier ein Haus. Eine Reihe geht 3 Stacks zum Beispiel, wo hier ist gerade Koppel. 3 Stacks Koppel. Ein Stack ist halt 64 und dann eine Reihe sind fast 200 Blöcke lang. Mit hinten mit so einer Redstone-Schaltung, kann man hinten nochmal gucken. Hier sieht man eine ganze Redstone-Schaltung nochmal. Habe ich mit Fabi alles mit Hand gemacht. Das war ca. 8 Stunden bis 9 Stunden Arbeit, sag ich jetzt mal. Habe ich jetzt so auf die Uhr geschaut. Und ja, ich werde das schon mal später am Ende des Videos sagen, wie viel Anbaufläche möglich ist, wie viele Hoppern alles verbaut wurde und sowas, wie viele Fackeln. Weil es ja auch Fackeln alles. Wir gehen einfach hier rein, aktivieren hier die Glock. Das ist schon im Hintergrund. Also ob ihr das auch hört. Kann ich noch kurz ein bisschen lauter machen. Das war die Glock. Wo arbeitet, dass es hier alles läuft. Und Water. Das kann ein bisschen dauern, kann auch teilweise ein bisschen längen. Deswegen nicht wundern. So, jetzt geht die Redstone-Schalt von diesem Haus hier rüber. Und dann hier unten, natürlich unterirdisch, hier lang. Und hier kommt dann das Wasser. Gehen dann hier die Pisten runter. Wenn das Signal aus ist, geht das Wasser hier lang. Das kann ein bisschen dauern. Ja, klar, ist halt. Eckert aber so ein bisschen. Hier sieht er das Weizen runterlaufen. Klar, hier manchmal ist halt ein bisschen. Liegt halt immer was draußen. Ja. So, dann läuft das Wasser schon hier lang. Geht hier kaputt. Das ist. Ja, okay, das packt gerade bei mir ein bisschen. Aber sonst funktioniert das Ganze. Es war höllischen Aufwand. Wir haben auch hier unterirdisch, ja, guck, hier sieht man, das Wasser ist. Zum Beispiel unter diesen Blöcken hier, kann ich das zum Beispiel aufmachen, ist auch Wasser. Das ist besser, wächst halt zum Beispiel. Können wir hier reinschmeißen. Ups. So. Und dann können wir hier reingehen. Hält man die Glock. Geht man nicht durch hier rein, sieht man Weizen, wo die dann läuft. Jetzt gedacht hier, das finde ich voll cool, dass wir das so gemacht haben. Wenn wir hier reingehen, siehst du, ja okay, das ist halt das Gerumpel. Also du hast genügend Platz. Ich schätze mal für die Maschine. Ja, war halt nicht so viel reif, deswegen ja. Die Kisten bleiben leer. Leeren wir dann. So ist schon falsch. Wenn ihr die mal haben wollt, die Version ist für die 1.12 von 2. Aber natürlich können die das mit 1.13, das wird auch noch funktionieren, alles. 1.12 wird auch noch funktionieren, habe ich von Gretzel getestet. Ich spiele es gerade auf der 1.12. Aber ursprünglich habe ich gebaut auf 1.12.2. Tja, wenn ihr mehr technische Daten von dieser Farm haben wollt, dann bis jetzt.
Achso, wenn ihr mehr fragen wollt, schreibt es in die Kommentare. So, wir sind jetzt bei den technischen Daten von dieser Maschine. Möglicher Platz ist mal die Anbaufläche von zum Beispiel Weizen oder Kartoffeln. Möglicher Platz sind 16.125 Grasblöcke. Redstone wurde ca. 300. Verbaut, ich kann jetzt nicht mit nachzählen, weil da muss ich das alles wieder aufreißen. Alles lieber verstärkt, das ist so bei ca. 50 Gierhacken für diesem Stück, wo wir kaputt gegangen sind. Sind wir eine ist komplett kaputt und eine ist halt so kurz an der Grenze gewesen. Redstone-Fackeln würden 15, weil hinten musste so ein kleiner Fahrstuhl bauen, halt, dass das Redstone-Signal von unten nach oben halt geht. Deswegen 15 Fackeln. Hebel wurden 3 Stück verbaut, 3 waren in der in dem Haus. Erde wurden ca. 5000 verbaut. Also innen drin ist auch nicht hohl oder irgendwie sowas, ist voll Erde. Fackeln wurden 440 verbaut. Haben wir gesehen auf diesen bei den Steinziegeln. Standen überall jede zweite so eine Fackel. 440 Hopper sind über ca. 120 Hopper wurden verbaut. Kisten sind 8 Stück. Ich habe was vergessen. Und zwar wurden 1480 Steinziegel noch verbaut. Habe ich auf dem Zettel draufgeschrieben, also auf die PowerPoint übertragen. Und ca. Die Bauzeit beträgt ca. 8 bis 9 Stunden. Davon halt 2-3 Stunden Fabi mitgeholfen. Sonst hat sie 20 Stunden gedauert. Es war auf jeden Fall viel Arbeit. Wenn ihr die mal ein paar Mal schreibt einen Kommentar, dann lasst ihr irgendwo hoch. Zum Beispiel Fallhaus oder so ist, keine Ahnung, es ist eine gut, bekannte Seite und sowas. Wer so da den Link in die Beschreibung und einmal als Kommentar posten. Das ist, wenn ihr die mal haben wollt, habt. Und wenn ihr die habt, ist natürlich alles angesiedelt, das war so zum Testen, weil ja, steht so. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Weizenfarm, die größte Weizenfarm 2019. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!